Der Klimawandel betrifft uns alle. Er fordert ein Umdenken und innovative Lösungen. Und er bietet Chancen für sinnvolle Initiativen. Wie zum Beispiel das Klimaschutzprojekt von der Basler Kantonalbank und dem Forschbetrieb Frankenthaler. Die BKB setzt sich schon lange für eine nachhaltige Entwicklung in der Region Basel ein. Denn wir sind überzeugt, dass mehr Nachhaltigkeit der Region viele Vorteile und Chancen bringt. Das sieht man zum Beispiel beim Waldklimaschutzprojekt Frankenthaler. Das Projekt hilft uns, das sogenannte Netto-Null-Ziel bereits jetzt zu erreichen und die gesamten betrieblichen Emissionen von der BKB zu kompensieren. Damit leisten wir nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern wir fördern auch die Biodiversität und die Gesundheit des Waldes. Der Klimawandel ist für einen Wald eine riesige Herausforderung. Extreme Wetterereignisse und Hitzewellen machen am Start arbeiten. Andererseits kommt am Wald eine zentrale Rolle in der Bekämpfung des Klimawandels zu. Denn im Wald lassen sich grosse Mengen von CO2 in Form von Holz speichern. Uns vom Forstbetrieb ist es wichtig, das Potenzial hier in der Region zu nutzen. Aber was bedeutet eigentlich Netto Null oder Netto Null Emissionen für ein Unternehmen? Es bedeutet, dass man unterm Strich keine Treibhausgase mehr ausstößt. Und das schafft man erstens, indem man die eigenen Emissionen massiv reduziert. Das haben wir bei der BKB zum Beispiel mit der Totalsanierung vom Hauptsitz oder mit dem konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energien geschafft. Und zweitens, dass man die restlichen Emissionen, die man nicht mehr einsparen kann, aktiv aus der Atmosphäre zieht. Beispielsweise durch Aufforstung oder eine klimafreundliche Waldpflege. Genau das unterstützt die BKB mit dem Waldklimaschutzprojekt Frankenthaler. Damit sind wir nicht nur klimaneutral, sondern bereits heute netto null. Mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an die BKB wird also die Leistung des Waldes hier in der Region finanziell abgegolten. Die Einnahmen sind für uns vom Forstbetrieb enorm wichtig. Mit ihnen finanzieren wir Investitionen, die für einen Wald wichtig sind, damit er nicht überaltert, stabil wachsen kann und weiterhin die schädlichen Treibhausgase in der Atmosphäre binden kann. Aber nicht nur das. Wir betreiben aktiven Klimaschutz, indem wir Biodiversität fördern und Baumarten einbringen, die klimaresistent sind. Wir verpflichten uns also dazu, den Wald gesund zu halten, die Holzreserven aufzubauen und so seine klimaschützende Wirkung laufend zu verbessern. Kurz gesagt, das Projekt schafft eine Win-Win-Win-Situation für die Umwelt, für den Forstbetrieb Frankenthaler und für die BKB. Aber auch die Bevölkerung in der Region profitiert. Denn gesunde Wälder sorgen für gute Luft, Erholung, Abkühlung und vieles mehr. Darum freut es uns sehr, dass wir als BKB bei diesem Projekt von Anfang an können dabei sein konnten und das in Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Frankenthaler und Wald Beider Basel können realisieren konnten. Mit der Unterstützung der BKB haben wir das Pionierprojekt für den Raum Basel lancieren. Jetzt können wir das Projekt weiter ausbauen und auch anderen Firmen und Institutionen weitere CO2-Zertifikate anbieten. Und wir stellen sicher, dass der Wald ein Rückzugsort für Tiere und ein Erholungsort für Menschen bleibt und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Von Basel, für Basel und für unser Klima.